Sekten und Irrlehrer sind für die Gemeinde Jesu immer eine Gefahr, in jeder Zeit. Von dieser Gefahr lesen wir in 2. Petrus Kapitel 2. Der Apostel verheißt diese Sekten und Irrlehren, er beschreibt sie und zeigt auf, wie gefährlich sie sind. Es gilt also, immer wieder davor zu warnen und gewappnet zu sein. Es ist die Taktik des Feindes, die Stimme des warnenden Wächters zum Schweigen zu bringen. In unserer Zeit ist die Toleranz mit einem zweifach großen T geschrieben. Das ist gefährlich für uns. Wir müssen wissen um Gefahr. Wir müssen wissen um den Unterschied zwischen Wahrheit und Unwahrheit, Gemeinde Jesu und Welt. Wir müssen die Linien erkennen. Wir müssen bei Jesus bleiben. Und das muss klar sein, wo die Grenze bei Jesus ist. Solche Texte wie der 2. Petrusbrief wollen uns hier helfen. In den Versen 10 bis 17 werden solche zum Teil beschrieben. Dies ist nur eine Teilbeschreibung. Falsche Lehre kann manchmal sehr sittenhaft aussehen, aber sie bleibt nicht so. Wir müssen sie prüfen anhand der Heiligen Schrift in Bezug auf den Wahrheitsinhalt. Manchmal können wir schon die Frucht der Sittenlosigkeit erkennen, wie Petrus das hier beschreibt, aber manchmal nicht. Wir haben sie anhand von Kapitel 1 anhand der Wahrheit zu prüfen. Wir sollen aber wissen, dass jede Irrlehre sich früher oder später ausarten wird. Und deshalb warnt der Apostel uns in Kapitel 2, wie das dann mit der Zeit immer wieder aussieht. Das mag zunächst nicht in die Augen fallen, aber wir sollen gewarnt sein von der Heiligen Schrift her, die uns Petrus gegeben hat. In Vers 10 selbst haben wir die grundsätzliche Eigenschaft der falschen Lehre. Es handelt sich um die Betonung der Diesseitigkeit, die in der Schrift Fleisch genannt wird. Es handelt sich hier um eine falsche Akzentlegung und das zieht sich dann durch verschiedene Linien des Lebens hindurch. In Vers 10 immer noch beginnt der Apostel Irrlehre, wie sie sich ausartet, zu beschreiben in Sittenlosigkeit. Und da werden uns nun einige Züge gezeigt. Zuerst zeigt er uns oder spricht er von der Respektlosigkeit. Ich fange an zu lesen vom Anfang von Vers 10, aber wir treffen dann gleich auf diese Eigenschaft. Allermeist die, welche aus Begierde nach Befleckung dem Fleisch nachlaufen. Da ist die Grundlinie der Sekte bzw. der falschen Lehre. Man lebt nach dem Fleisch und man wird befleckt. Man kann die Wahrheit oder die Dogmatik nicht von der Ethik trennen. Früher oder später geht es um das praktische Leben. Falsche Ideen führen zu falschem Handeln. Das ist, was der Apostel uns zeigen will. Immer wieder führen falsche Auffassungen über Gott und Jesus Christus dann unwillkürlich zu falschem Handeln. Es handelt sich um eine falsche grundsätzliche Ausrichtung. Wenn Gott selbst in seiner Heiligkeit nicht ernst genommen wird, führt das zu Befleckung. Und jetzt kommt das Nächste. Und die Herrschaft verachten. Man wird Respektlosigkeit. Aller Respekt rührt daher, dass wir vor Gott Achtung haben. Wenn wir nicht mehr vor Gott die rechte Achtung haben, wird sich das auswirken im ganzen Leben. Wer Gott ignoriert, der hört auf, Achtung zu haben
vor letztlich allem im Leben. Das kommt nicht über Nacht. Wenn das Christentum einmal Fuß gefasst hat in einem Volk, braucht es eine gewisse Zeit, bevor sich das auswirkt. Salz geht nicht verloren so schnell. Es bleibt im Volk, aber mit der Zeit, wenn nicht nachgesalzen wird, verliert es seine Kraft. Und wir sehen heute, wie das aussieht. Tag für Tag wird es schlimmer im Volk, weil man als Nation Gott verlassen hat und nicht ihn mehr ins Zentrum gestellt hat, im Zentrum behält. Die Stimme der göttlichen Wächter wird nicht mehr gehört. Und dann entartet es sich auf sittlichem Gebiet im Volk. Das ist die unweigerliche Folge. Es braucht Zeit, aber das ist die Folge. Und dann wird man respektlos. Man hält vor nichts mehr zurück. Wie? Man macht vor nichts mehr Halt. Danke. Es gibt dann keine Grenzen mehr. Es gibt kein Gebiet, in das man nicht einfach wie ein Elefant einfach hineintritt. Es gibt, die Sitten fallen weg, man darf sich kleiden, wie man will, zu jedem Anlass, jeder Ton ist angebracht und so weiter und so weiter. Jede Tat ist angebracht, man tritt schritt vor nichts mehr zurück. Das ist die Folge, Respektlosigkeit, selbst vor dem Leben, das wird dann einfach weggeworfen. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, wo nichts mehr so wertvoll ist, dass es eigentlich respektiert werden müsste. Herrschaften verachten, verwegen, das heißt frech, wie sie sind, fürchten sie sich nicht, die Majestäten zu lästern, wo doch Engel, die an Stärke und Macht größer sind, kein lästerndes Urteil wider sie bei dem Herrn vorbringen. Diese aber, wie unvernünftige Tiere von Natur zum Fang und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht verstehen. Das ist die Geschichte des Abfalls. Petrus macht uns auf etwas, das für uns vielleicht sonderbar klingt, aufmerksam. Er will uns hier daran erinnern, dass selbst Satan und seine Dämonen nicht irgendjemand ist. Dies sind Mächte, die ihren Respekt verdienen, weil sie etwas sind. Sie sind Kräfte, sie sind Mächte. Es gibt in der Sekte, in der falschen Lehre, eine gewisse Respektlosigkeit vor Satan. Es gibt eine gewisse Haltung im Vorgang von Teufelaustreibung oder Dämonenaustreiben, wo man die Dämonen beschimpft. Da geht man respektlos vor. Wir würden denken, mit dem Feind könnte man in jeder verachtungsvollen Weise vorgehen. Man verachtet ihn, weil er gegen Gott ist. Aber man muss dennoch damit rechnen, dass er eine Macht ist. Und wir dürfen uns nicht so tun, als ob wir die Großen wären. Satan kann uns sehr schnell überlisten. Petrus erinnert uns daran, dass selbst Engel, gute Engel, vorsichtig sind in der Art und Weise, wie sie über Satan und seine Dämonen sprechen. Sie könnten ein lästerndes Urteil vorbringen, aber sie tun es nicht. Gott hat sie aufgehoben zum Gericht und zu seiner Zeit wird er mit ihnen fertig werden. Aber heute lässt er sie gewähren. Wir müssen Satan widerstehen, aber vorsichtig sein, dass wir nicht in frecher, falscher Weise über ihn sprechen. Das ist vielleicht ein neuer Ton für uns als bibeltreue Christen. Aber wir müssen ihn zur Kenntnis nehmen von diesem Text her. Am Ende von Vers 12 und am Anfang von Vers 13 fügt der Apostel ein kurzes Wort ein über das Gericht dieser falschen Lehre und dann fährt er fort, sie zu beschreiben. Am Ende von Vers 12, und werden in ihrer Verdorbenheit umkommen. Und dann heißt es in 13, indem sie so den Lohn der Ungerechtigkeit davontragen.
erinnert im Laufe dieser Beschreibung, passt auf, sie werden ihren Lohn bekommen. Es scheint manchmal sehr interessant zu sein, sich mit diesen Dingen zu befassen. Passt auf, das Ende dieses Weges ist der Tod, das Gericht. Nun fährt er fort in Vers 13 und 14, am Anfang des Verses 14. Und da sagt er, solche Irrlehrer sind gekennzeichnet davon, dass sie sich der zeitlichen Vergnügung, den zeitlichen Vergnügungen hingegeben haben. Sie halten die zeitliche Wollust für Vergnügen, sind Schmutz und Schandflecken und schwelgen in ihren Trügereien, wenn sie mit euch zusammenschmausen. Dabei haben sie Augen voll Ehebruch. Zeitliches Vergnügen, das, was die Zeit dieser Welt bringt, das steht im Vordergrund. Und da nennt er ganz besonders einiges wie das Schmausen, das eigentlich trügerisch ist. Der Appetit will nicht satt werden, gesättigt werden, aber es trügt dann hinterher. Es sind falsche Freiheiten hier und dann Ehebruch, Augen voll Ehebruch. Es ist bemerkenswert, dass fast jede falsche Lehre Entgleisungen auf sexuellem Gebiet kennt. Dort, wo man Gottes Sitte verlässt, da verfällt man den Versuchungen auf diesem Gebiet. Immer wieder ist das zu sehen. Manchmal mehr ist das mehr der Fall, manchmal weniger. Zeitliche Wollust, zeitliches Vergnügen ist das, wohin solche Dinge führen. Ein Christ muss bereit sein zu verzichten auf die vollständige Sättigung seiner Triebe. Alles muss sein Maß kennen. Nur so können die Kräfte aufgehoben bleiben oder werden für die Aufgaben, die Gott sonst noch für uns haben. Die ganze Freude darf sich nicht konzentrieren an einigen Stellen. Wir müssen die lange Sicht haben. Hier ist dies am Platz, da ist das am Platz. Mäßigkeit ist eine Tugend. Denn wir müssen haushalten mit unseren Kräften. Wir dürfen nicht trügerisch umgehen, als wenn wir jetzt alles bis ins Letzte genießen durften. Wir merken wieder, wie die Wahrheit Gottes doch die bessere Sicht ist. Aber Petrus sagt, dass solche Leute kurzsichtig sind, wenn sie sich stürzen auf zeitliches Vergnügen. In Vers 14 sagt dann der Apostel, dass diese Menschen sich der Sünde gleichsam verschrieben haben. Hören nie auf zu sündigen. Locken an sich die ungefestigten Seelen, haben ein Herz geübt in der Habsucht, sind Kinder des Fluches. Das heißt, sie sind Kinder des Todes, das Todesurteil schwebt über ihnen. Hören nie auf zu sündigen und sind daran interessiert, dass andere noch in ihr Fahrwasser kommen. Sie sind nämlich falsche Lehrer, sie verführen. Sie haben sich dem Weg der Sünde verschrieben. Falsche Lehre bedeutet falsches Handeln, will Petrus sagen. Und wir sollen uns der Wahrheit hingeben und dann auch entsprechend lehren oder handeln. Im Alten Testament gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis oder Lehre und Handeln. In unserer Zeit oder in unseren Zonen, wo die Ausbildung nach dem Muster des Griechentums gelaufen ist, da hat sich unser Denken anders geformt. Und wir ziehen eine Linie, machen eine Zäsur zwischen Information und Praxis. Und immer wieder erlebe ich es, dass in einer Besprechung anschließend, vielleicht an einem Vortrag, dann wird die Frage gestellt, ja, das ist die Theorie, wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Und manchmal bin ich wirklich versucht zu antworten, ich habe von der Praxis gesprochen, das war die Praxis. Ja.
Man meint, wenn man erzählt, wenn man Gottes Wort auslegt, ja, das ist die Theorie. Wie sieht das in der Praxis aus? So, wie es geschrieben steht. So. Der Hebräer, der Israelit, kennt diese Divergenz nicht, dieses Auseinanderklaffen. Alle Lehre führt zum Tun. Man nimmt nicht die Lehre auf und ist das die Theorie und dann tut man sie aktenweise in die Schublade und dann geht man wieder zum Alltag über. Das geht nicht. Lehre heißt das Hineinführen mit Autorität in die Wahrheit, die dann ein sprechendes Verhalten zur Folge hat. So und so sieht ein Leben aus, das an Gott glaubt und mit ihm rechnet. Man muss aber Kenntnisse haben über Gott und dann lebt man entsprechend. Automatisch hängen also Lehre und Handeln zusammen. Sie hängen ineinander. Und das will uns Petrus sagen, dass es auch nicht anders geht. Jede Auffassung zieht ein gewisses Handeln nach sich. Und deshalb ist es so wichtig, die richtigen Informationen zu bekommen, damit man dann geformt wird in der richtigen Weise im Handeln. In den Versen 15 und 16 gebraucht Petrus ein Beispiel aus dem Alten Testament und sagt, diese Leute laufen denselben Weg wie jener Prophet, jener Mann im Alten Testament in 4. Mose. Er hieß Bileam. Bileam war ein Mann, der nicht ein Israelit war, er war aber offensichtlich gewissermaßen ein frommer Mann. Er kannte den lebendigen Gott. Nun wurde er war bekannt in der ganzen mittelöstlichen Gegend offenbar als Prophet. Und der König von Moab hatte ein Problem. Der König von Moab lebte östlich vom Jordan, dort wo das heutige Jordanien liegt. Es war ein Nomadenvolk namens Israel vorbeigekommen und war auf dem Weg, über den Jordan zu schreiten und das Land einzunehmen. Und der König von Moab fühlte sich bedroht durch dieses Volk, von dem er wohl gehört hatte, dass schon allerlei Übernatürliches in Begleitung dieses Volkes geschehen war, dass sie aus Ägypten auf mirakelhafte Weise entkommen waren. Nun rief er diesen Mann, sandte Boten dorthin, weit in den Norden und ließ sich diesen Propheten Bileam holen. Und er wollte, dass dieser Mann das Volk Israel verfluchen sollte. Und dann würde es machtlos sein, gegen sein Volk, gegen seine Nation anzukommen. Bileam aber war ein gottesfürchtiger Mann. Er hatte zwar eine Belohnung angeboten bekommen, aber er war so weise und so fromm, dass er erst Gott suchte. Nun kommt etwas Interessantes, was auch bei uns immer wieder vorkommt. Bileam ist keine Ausnahme, er ist ein ganz normaler Mensch. Viele von uns haben ein Anliegen und wir beten. Und nun sind wir gefragt, ob dieser stille Wunsch nach dem Ausgang des Gebetes vielleicht doch uns bestimmen wird. Wir haben unsere Wünsche, wie Gott unser Gebet beantworten möchte. Bileam fragt nämlich, soll ich gehen oder soll ich nicht gehen? Er möchte gehen, weil es Geld bringt. Ja? Ihm ist eine reiche Belohnung angeboten worden. Er weiß nicht, was für ein Volk dieses ist, dieses Volk Israel, das weiß er vielleicht nicht. Für ihn ist das eine Aufgabe. Was soll er tun? Gott sagt nein. Gott weiß, das ist sein Volk. Er hat es aus Ägypten gerettet. Er will es jetzt in das verheißene Land bringen. Und sagt zu Bileam, du darfst das nicht tun. Bileam sagt den Boten, ich darf nicht gehen. Da hat er den Sieg gehabt. Er hat auf Gott gehört und hat seine eigenen Wünsche zurückgesteckt. Das war nobel. Die Boten gehen zurück zum König Moab und sagen, der Mann will nicht kommen. Oho, meine Belohnung war wahrscheinlich nicht groß genug. Ich muss ihm noch mehr offerieren. Ich muss ihn unbedingt haben. Dann schickt er die Boten wieder zurück, offeriert einen größeren Lohn. Was tut Bileam?
der größere Lohn lockt ihn doch. Und jetzt geht er zum zweiten Mal ins Gebet. Frage, war das notwendig? Nein, das war nicht notwendig. Er hatte seine Antwort. Die Tatsache, dass er wieder ins Gebet ging, war ein Zeichen, dass er nicht auf Gott hören wollte. Ist das möglich, dass Beten im Zeichen des Unglaubens geschehen kann? In der Tat, offensichtlich. Und Sie und ich sind genauso wie Bileam. Diese Versuchung liegt uns auch nahe. Was habe ich nicht gebetet, als das falsche Mädchen mir vor Augen war? O Herr, was ist dein Wille? Ja, die ganze Zeit wusste ich schon, was sein Wille war. Bis ich mit einmal merkte, dass ich es nicht wusste. Also, wir haben schon unsere Auffassungen und wir müssen einfach dazu kommen, wo wir grundsätzlich alles aufgeben und sagen, Herr, was immer es mir kostet, dein Wille geschehe. Und als das rechte Mädchen dann in mein Leben kam, musste es zu diesem Punkt kommen. Wenn ich in den Norden Kanadas heute reisen würde, ich weiß nicht, ob die Hütte dann auch steht, aber ich könnte sie vielleicht noch finden, wo ich aufs Dach ging, auf das obere Geschoss, und dann bin ich dort, war eine verlassene Hütte, aber ich habe dort einen Gebetsort bekommen und dann habe ich es durchgerungen. Herr, ich bin bereit, dieses Mädchen fahren zu lassen, das ich gern habe. Ich will nur deinen Willen haben. Zeige mir deinen Willen. Wenn du Nein sagst, ist es Nein. Wenn du Ja sagst, ist es Ja. Und als ich in mir vollkommen ehrlich wurde und ich wusste, ich war bereit, das Nein durchzuziehen, dann kam die Antwort. Sie sitzt heute unter uns. Aber ich musste zu diesem Punkt kommen. Ja. Bileam war nicht bereit, so weit zu gehen. Er fing an, aber er zog nicht durch. Dass der zeitliche Gewinn lockte ihn. Und das ist die Gefahr bei der Irrlehre. Sie hat Elemente der Gottesfurcht, aber sie zieht nicht durch. Sie ist nicht konsequent in der Ehre Gottes. Sie gibt nicht Gott die ganze Ehre. Das Zeitliche spielt immer noch eine Rolle. Und wenn das einmal anfängt zu fressen, dann wirkt sich das aus auf allen Gebieten, bis es so weit kommt wie im Leben Bileams. Zwischendurch vielleicht ein wenig Auflockerung. Ich war in Wuppertal auf dem Seminar der Evangelischen Gesellschaft und da waren einige, wie das oft so ist, wenn ich am Seminar bin, einige, die von auswärts kamen und wollten teilnehmen an den Vorlesungen. Und nun stellte einer von diesen mir die Frage, stimmt das, dass da im Alten Testament ein Esel gesprochen hat bei Bileam, zu Bileam? Ich sagte, die Frage muss doch klar sein. Aber ich sagte, ja, das stimmt. Er sagte, nein, das stimmt nicht. Das war eine Eselin. Aha, war ich eines Besseren belehrt. Ich bin zwar gewohnt, die Schrift genau zu nehmen, aber man muss auch da ein Stück weiterkommen, nicht wahr? So, jetzt lesen wir diesen Text. Jetzt haben Sie, glaube ich, wieder offene Augen und somit auch offene Ohren. Vers 15 und 16. Weil Sie den richtigen Weg verlassen haben, irren Sie jetzt herum und folgen dem Wege Bileams, können den irdischen Gewinn nicht aus den Augen lassen, des Sohnes Beors, welcher den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Aber er bekam die Strafe für seine Übertretung. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Gott musste einen Esel gebrauchen oder eine Eselin, um ihn zu belehren. Er ging dann, bekam nun einen neuen Auftrag. Und es muss zu seiner Ehre gesagt werden, dass er diesen Auftrag ausgerichtet hat. Er hat Israel gesegnet und nicht verflucht. Aber nun kommt das Schreckliche. Er konnte nicht
den Gewinn aus den Augen lassen, auch dann noch nicht. Und hat dann dem König von Moab einen Plan vorgelegt, wie er dieses Volk überwinden könnte. Und hat vorgeschlagen, Sex mit Religion zu vermischen, ein Fest zu veranstalten, wo es auch Sex angab anzubieten. Und da kam Israel zu Fall. Aber Gott griff auf übernatürliche Weise ein und tötete von oben diese Menschen und bewahrte aus lauter Gnade sein Volk vor dem gänzlichen Ruin. Gott musste seiner Verheißung treu bleiben, denn aus diesem Volk musste der Messias kommen, wie er versprochen hatte. Und wäre Israel hier untergegangen, wäre Gott blamiert gewesen. Er musste seine Verheißung retten, genau wie zur Zeit Esthers. Israel darf nicht untergehen, bevor der Messias kommt. Und der Messias sagt, Israel wird auch nicht untergehen, bis Jesus wiederkommt. Gott hält seine Verheißung. Und wenn es auch Gericht braucht, um sein Volk zu retten. Deshalb sagt Petrus im 1. Petrus Kapitel 4, es ist Zeit, dass das Gericht beginne, und zwar am Hause Gottes. Und dann geht es weiter. Aber hier muss Gott beginnen, sein eigenes Volk zu reinigen. Wenn wir also von Irrlehrern sprechen, wollen wir nicht nur von ihnen sprechen, sondern immer wieder auch das sagen, was wir gestern Abend festhielten. Wir wollen vorsichtig sein, dass die Anfänge bei uns nicht beginnen und dann sich auswirken. Wir müssen vorsichtig sein, dass diese Dinge nicht bei uns vorkommen, sondern dass unser Auge einfältig ist im Blick auf Jesus Christus, unseren Herrn. In Vers 17 haben wir das abschließende Urteil des Apostels, bevor er auf die Gefährlichkeit hinweist. Vers 17, solche sind Brunnen ohne Wasser, leer. Sie sprudeln mit wohlgeformten Worten, sagt der Prophet. Aber die ganze Rede ist leer, bietet kein Lebenswasser. Denn Lebenswasser kommt nur von Jesus. Jesus sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Und wenn man nicht bei Jesus ist, bleibt man durstig. Wer zu ihm kommt, der hat das Wasser. Alle anderen Quellen sind leere Brunnen. Sie sind Brunnen ohne Wasser, Wolken vom Sturmwind getrieben, in der Hand des Feindes. Es verläuft nach seinem Plan. Irrlehre ist der Plan des Feindes, um das Volk Gottes zu zerstören. Das ist nicht auf der Vorderseite dieser Angelegenheit geschrieben. Das führt man nicht wie ein Panier. Nur Gemeinde Jesu muss wissen, dass hinter diesen feinen, glitzernden Kulissen der Feind am Werk ist. Wolken vom Sturmwind getrieben. Weiter. Welchen das Dunkel der Finsternis aufbehalten ist. Hier kommt er wieder auf das Gericht zu sprechen. Mehrere Male tut er das, damit die Gemeinde weiß, es ist gefährlich. Und nun in den Versen 18 bis Ende des Kapitels zeigt der Apostel, wie gefährlich diese Irrlehren sind oder diese falschen Lehrer, diese Sekten. Denn mit hochfahrenden, nichtigen Reden locken sie durch ausschweifende Fleischeslust diejenigen an sich, welche denen, die in der Irre gehen, kaum entflohen war. Hier ist eins der traurigsten Elemente dieser ganzen Geschichte. Falsche Lehre hat es auf die jungen Christen abgesehen. Die Wölfe ziehen die Lämmer vor. Und obwohl ich das nicht verstehen kann, ich möchte gern, dass Lämmer im Glauben bewahrt würden. Sie sind so hilflos. Ich bin Vater von 4 Kindern. Habe es also viermal erlebt, wie ein kleines Wesen in die Welt kommt und so hilflos ist. Und man liebt es und man möchte es bewahren. Und wenn ein Kind dem Tode nahe ist, wie wird man nicht gequält und wie betet man nicht und fleht man? Ein kleines, hilfloses Wesen, das nichts für mich getan hat,
aber Gegenstand meiner ganzen Liebe. Wie traurig, wenn man dann sehen muss, wie ein junger Christ, den man so liebt und den man schützen möchte, dann irregeführt wird. Die Wölfe haben es abgesehen auf diese jungen Lämmer. Das gibt es, dass junge Christen irregeführt werden. Allzu oft, kaum hat man einen Christen, einen Menschen zu Jesus geführt, und dann stellt man fest nach ein paar Tagen, er ist jemandem begegnet, der ihn gelockt hat, und schon ist er in einer Sekte. Das ist vielleicht das Traurigste, das es im Leben gibt. Petrus erwähnt dieses und sagt, so gefährlich sind diese Menschen. Kein Wunder, dass Gott sie richten wird. Jesus hat gesagt, wer diese Kleinen zum Stolpern bringt, es wäre besser, er wäre nie geboren. Das schlimmste Gericht trifft gerade diesen Menschen. Wollten Sie noch verhindern, dass man dagegen warne? Falsche Lehre ist furchtbar gefährlich. Sie ist sehr, sehr listig und schlau und zieht ins Verderben. Und wir müssen wissen, worum es geht, was die Wahrheit ist und wie die Unwahrheit aussieht. Mit hochfahrenden, aber nichtigen Reden locken sie durch ausschweifende Fleischeslust diejenigen an sich, welche denen, die in der Irre gehen, kaum entflohen waren. Dabei verheißen sie ihnen Freiheit. Genau das. Wo sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er geworden. Denn wenn sie, diese Jungbekehrten, wenn die Jungbekehrten durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen waren, aber wieder darin verstrickt werden und unterliegen, so wird es mit ihnen zuletzt ärger denn zuerst. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie nach erlangter Erkenntnis sich wieder abwenden von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Wäre besser, wenn jemand sich nie bekehrt hätte, als dass er sich bekehrt und dann abfällt und diesen Weg geht, sagt Petrus. Dann gebraucht er zwei Beispiele im letzten Vers. Es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort, der Hund frisst wieder, was er gespien hat, und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Kot. Es gibt natürlich solche, die sagen, ein Christ könnte nie abfallen. Ich schätze jede Meinung, die sich auf die Heilige Schrift gründen will. Aber ich habe selbst die unbedingte Sicherheit des Gläubigen vertreten, längere Zeit. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es eine gefährliche Sache sein kann, eine solche Lehre zu vertreten. Und egal, was richtig ist, egal, ob es diese Lehre gibt in der Schrift oder nicht, eines muss klar sein, und das ist oft solchen Leuten nicht klar, die die unbedingte Sicherheit verkünden. Sie nehmen uns einen Teil der Schrift, denn es gibt sehr, sehr deutliche Warnungen für Christen und es gibt deutliche Aufrufe, festzuhalten, zu glauben und so weiter. Aber diese Lehre machen es im Grunde nicht notwendig. Sie machen es zur Nichtnotwendigkeit, diese Aufrufe zu beachten, weil es ja, wenn ich mich bekehrt habe, dann werde ich schon durchkommen. Ich muss zwar für den Herrn wirken und so weiter und mein Lohn ist damit verbunden, aber ich werde doch durchkommen. Und so nehmen sie, tendieren sie in ihrer inneren Einstellung, solche Worte nicht ernst zu nehmen, als wären sie nicht in der Schrift. Das ist die unwillkürliche Folge. Eine zweite Folge, die ich festgestellt habe, ist, dass die Gemeinschaft gekürzt wird. Ich bekomme eine gekürzte Bibel und ich bekomme eine gekürzte Gemeinschaft. Ich habe festgestellt, ich kann mit einmal mit diesen Leuten nicht sprechen. Habe für sie sich erübrigt.
Und sie hören das Gespräch auf. Wir können nicht miteinander sprechen. Und ich möchte so gern Gemeinschaft mit ihnen haben. Aber nein, ich bin für sie ein Irrlehrer geworden. Und auch über andere Themen darf man da nicht sprechen. Ich bin ein Irrlehrer. Das ist furchtbar schmerzlich, ausgeschlossen zu werden aus der Gemeinschaft einiger Christen. Und das sind Menschen, die wirklich die Bibel lieben und den Herrn Jesus lieben. Aber an dieser Stelle sind sie wie geblendet. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die nie zur Gewissheit ihres Heils kommen und dauernd auf die Pauke schlagen, passt auf, das baust, passt auf, und sagen, Christen könnten verloren gehen. Und deshalb lege ich großen Wert darauf, wenn man über dieses Thema spricht, zu sagen, Christen gehen nie verloren. Jetzt denken Sie, der hat sich doch wirklich widersprochen. Sie werden bald merken, dass ich mich nicht widersprochen habe. Sie sagen vielleicht, das ist Haarspalterei. Nicht, wenn Sie die Not vieler Christen kennen. Es gibt zu viele Christen in unseren Gemeinden, die hinken, die sind schwach, die sind ängstlich. Und Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, man soll sich solcher Leute annehmen, in Barmherzigkeit soll man an sie denken und man soll sie trösten, sagt er. Und deshalb will ich nie sagen, wenn ich vom Abfall, von der Abfallmöglichkeit des Gläubigen spreche, Christen können verloren gehen oder sie können ihr Heil verlieren. Christen können zu Nicht-Christen werden, aber solange sie Christen sind, Christen heißen, können sie nicht verloren gehen. Was ist ein Christ? Ein Christ ist jemand, der sich auf Jesus Christus verlässt. Solange er das tut, einfach sich nur auf Jesus verlässt, kann er nicht verloren gehen. Jesus hält ihn. Verlässt er sich nicht aber auf Jesus, lässt er von ihm, dann wird er zu einem Nichtchristen und dann geht nicht ein Christ verloren, sondern ein Nichtchrist. Aber passen Sie auf, wenn wir sagen, Christen können verloren gehen. Einige Leute kriegen den Unterschied nicht durch den Kopf und sie meinen, sie als Christen könnten so weit kommen. Und die merken nicht, worauf es ankommt. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, wie wir das formulieren. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, ich glaube an die ewige Sicherheit des Christen. Warum nicht? Ich habe keine Angst, dass ich verloren gehe. Ich bin in Christus. In Christus bin ich ewiglich sicher. Außerhalb von Christus nicht. In Christus bin ich ewiglich sicher. Deshalb glaube ich an die ewige Sicherheit des Christen. Nur soll ich in Christus bleiben. Man sagt dann, ja, aber in Johannes 10 sagt Jesus selbst, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Wollen wir unsere Bibel genau lesen? Übrigens, es ist mir aufgefallen, in England, wenn man von einem Bibelvortrag spricht, diesen Eindruck habe ich bekommen, wenn man eine Bibelarbeit hat, ja, wie ich das jetzt tue, ich spreche über einen biblischen Text, lege aus, ja, dann nennt man das ein Bible Reading, das heißt ein Bibellesen. Das finde ich gut. Das würde heißen, ich mache eigentlich im Grunde nichts anderes, als dass ich mit Ihnen die Bibel lese. Und ich möchte auch in der Tat Ihnen helfen, die Bibel zu lesen. Wie liest man seine Bibel? Und deshalb diese Hinweise zwischendurch immer wieder. Jetzt Johannes 10, 28 und 29. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Der Vater ist größer denn ich und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Da haben Sie drei Personen. Vier, wenn Sie Vater und Sohn unterscheiden wollen. Tut Jesus hier, aber ich meine jetzt zunächst einmal Jesus und der Vater, die sind in einer Gruppe. Jesus, das Schaf und jemand. Jesus hat die Schafe in seiner Hand.
Die Hand ist Jesu Hand, beziehungsweise die Hand des Vaters. Die Schafe sind in der Hand Gottes, in der Hand unseres Herrn. Und jetzt sagt Jesus, von denen, die außerhalb der Hand sind, ein Dritter, nicht er, die Hand, auch nicht das Schaf, sondern ein anderer als das Schaf, kann dieses Schaf nicht aus meiner Hand reißen. Kein anderer kann das Schaf rausnehmen. Das ist, was er sagen will. Er sagt nicht, dass das Hand aus seiner Hand springen kann. Das ist nicht sein Thema. Sein Thema ist, dass kein Wolf dieses Schaf von ihm wegreißen kann. Er kann das Schaf bewahren. Und davon hatten wir es gestern Abend. Dass Gott weiß, seine Kinder zu bewahren, wie Noah und sogar Lot. Ja. Gott kann uns bewahren. Nur ruft Petrus mit diesem Text uns auf, lasst euch bewahren. Schaut auf Jesus, schaut nicht auf den Wolf, schaut nicht auf etwas anderes, das uns bannen könnte. Lasst die Augen ständig auf Jesus gerichtet sein. Und dann wird er uns ans Ziel bringen. Und dieses Schauen ist höchst einfach. Das ist keine Leistung. Für Paulus ist Glaube kein Werk, keine Leistung. Er setzt es dem Wirken der Leistung gegenüber. Vertrauen ist gerade der Verzicht auf Leistung. Ich befürchte, viele Christen wissen gar nicht, was es heißt, sich auf Jesus zu verlassen. Man spricht da immer wieder von Werk. Ja, Jesus bewahrt mich. Genau wie die Theologen sagen, dass die Rettung in der Taufe liegt, weil wir dann nichts mehr für uns selbst tun können, sondern wir werden getauft. Ja? Das ist ein merkwürdiges Argument. Wenn man das durchzieht, müsste man sagen, meine Rettung hing ab von meinen Eltern, die mich zur Taufe brachten, nicht wahr? Und nicht von Jesus. Das ist gefährlich, diese Lehre. Aber wenn wir gerufen werden, uns auf Jesus zu verlassen, dann verzichten wir auf alle Mittel der Rettung und verlassen uns ganz und völlig auf Jesus Christus. Und das ist, was Bewahrung ist. Und dann bleiben wir bewahrt vor allen Verführungen, vor allen listigen Anläufen des Teufels, seien sie frontal, seien sie auf Umwegen. Wir können dann bewahrt bleiben. In Kapitel 3 setzt er seine Ausführungen fort auf diesem Gebiet. Da sagt er, Geliebte, dies ist schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung euren lauteren Sinn aufzuwecken, damit ihr der Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was der Herr und Retter euch durch die Apostel aufgetragen hat, wobei ihr vor allem das wissen müsst, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die in ihrer Spötterei nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Er hatte davon gesprochen, dass falsche Lehre oft zur Verachtung übergehen, zum Spott. Das ist eine sehr schlaue Form der Irreführung. Der Spott ist übrigens auch in intellektuellen Kreisen sehr zu Hause. Es ist die ständige Gefahr eines Professors, dieses Mittel zu benutzen, um seine Studenten für sich zu vereinnahmen. Ich will das mit Ihnen einmal ein wenig durchexerzieren, was da geschieht. Zum Beispiel, wir haben das Gebiet Naturwissenschaft oder streng genommen Biologie. Und ein Professor hat festgestellt, es gibt da einige Studenten, die kommen aus pietistischen Häusern vielleicht und die gelten als Christen oder heute vielleicht sagt man Fundamentalisten. Jetzt hat er es auf sie abgesehen. Was tut er? Anstatt, dass er diese Studenten als Personen gleichwertig nimmt. Jeder Professor ist nicht ein echter Professor, wenn er nicht jeden Studenten als gewissermaßen auf seiner Ebene versteht. Der Unterschied zwischen Hochschule und höhere Schule
ist der, dass in der Hochschule ein Professor seine Studenten mit sich nimmt und zusammen mit ihnen forscht. Das ist die ideale Situation traditionell in der Hochschule. Während in der höheren Schule man schulmäßig vorgeht, deshalb heißt man dort Schüler und hier Student, weil man als Schüler den Lehrer als Autorität hat, man ist noch jung. In den letzten Jahren hat sich das in der letzten Zeit etwas geändert. Sie werden vorbereitet auf die Hochschule und das ist doch richtig so. Aber dennoch ist ein Schüler auf der höheren Schule eigentlich angewiesen auf die Autorität des Lehrers. Er hat nicht die Mittel, alles letztlich nachzuprüfen. Während wenn er auf die Hochschule kommt, es jetzt von ihm erwartet wird, dass er selbstständig forscht. Der Professor ist von jeher in der Geschichte der Universität der sogenannte Charismatiker, nicht im heutigen pfingstlichen Sinne, sondern der Begabte, der Eingeweihte, der die Studenten anleitet, in der verpflichtet, jeden Studenten, der qualifiziert hat und die Hochschule besuchen darf, er hat die Voraussetzungen erfüllt, es ist seine Pflicht, ihn ernst zu nehmen und keinen abgekürzten Weg zu gehen. Das tut aber nicht jeder Professor. Denn sie sind auch Menschen mit einem Herz, das gegen Gott eingestellt ist. Und wenn er sein Herz nie Jesus Christus gegeben hat, tendiert er so zu handeln und im Effekt unwissenschaftlich zu werden. Was geschieht? Wir haben das Gebiet Biologie und jetzt weiß er um diese und jetzt will er einkriegen, ihr Vertrauen in Gott zu Fall bringen. Ja. Jetzt in seiner Rede stellt er die Anschauungen der Bibel als minderwertig, als unwissenschaftlich hin und lächelt dabei vielleicht und macht eine Bemerkung, die von Selbstverständlichkeit seiner Ansicht spricht. Sie kennen diese Art. Man stellt seine Formulierungen, was man zu sagen hat, so hin, dass es selbstverständlich ist, was man sagt, und das andere ist bereits, man kann es bereits belächeln, ja? Das ist eine Abkürzung, der Weg der Abkürzung. Es ist nichts dagegen, wenn man etwas, das wirklich zu verachten ist, verachtet und darüber lacht. Wir sollten wissen um den Unterschied zwischen Werten. Aber das darf ich nicht tun, bevor ich das Gegenüber mitgenommen habe. Er ist verpflichtet, rauszubekommen, wo steht er, und dann ihn Schritt für Schritt weiterzunehmen, wenn er überzeugt ist von der Wahrheit seiner Thesen, der Evolution zum Beispiel, worum es hier dann gehen würde. Er darf keinen Abkürzungsweg hier benutzen. Er muss Schritt für Schritt beweisen, was er glaubt, die Wahrheit sei. Dies ist der Weg des Spottes. Und er ist nicht intellektuell und er ist auch nicht wissenschaftlich. Petrus hat gesagt, ich glaube, es war in Kapitel 2 hier, sie verachten etwas, wovon sie nichts kennen. Man kennt die Zusammenhänge nicht der Bibel. Man weiß nicht, warum die Bibel wahr ist. Viele von ihnen haben die Bibel überhaupt noch nicht richtig gelesen. Und schon spottet man darüber. Sie wissen noch gar nicht, warum Jesus lange zögert, zurückzukommen. Sie wissen nicht, dass es seine Liebe ist. Sie wissen nicht, dass er in seiner Allmacht heute kommen könnte. Sie wissen nicht, nehmen nicht zur Kenntnis, dass sie eines Tages vor dem großen weißen Thron stehen werden. Da werden alle großen Männer da stehen. Daran denken sie heute nicht. Heute spotten sie. Wie Blinde. Spott
ist nicht am Platz, wo man nicht denkt. Wir Christen sollten hier vorsichtig sein, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Ich kenne dieses Belächeltseins. Ich habe es auf der Schule erlebt, ich habe es als Soldat erlebt. Es ist furchtbar, schmerzhaft für einen jungen Menschen, auf diese Weise diskriminiert zu werden. Ich höre noch den Mitschüler auf der anderen Seite des großen Zimmers während der Pause über mich lachen, ruft mir zu und macht mich lächerlich. Das schmerzt. Ich war kaum in der Armee als Soldat und dann wollte ich beten. Aha, ein Christ, so ungefähr. Ja. Das tut weh. Aber wir müssen uns nicht einschüchtern lassen. Wir dürfen das nicht. Wenn wir wissen, überzeugt sind aufgrund von Argumenten, dies ist die Wahrheit, dann müssen wir es auf uns nehmen, dass Menschen, die hier nicht aus wirklich intellektuellen Gründen sprechen und handeln, dass die uns bespötteln. Wir müssen wissen, eines Tages werden sie erleuchtet werden, es wird zu spät sein. Und wir wollen für sie beten. Und wenn es die Möglichkeit gibt, sie zu gewinnen, dann wollen wir diese Möglichkeit sofort in Anspruch nehmen. Denn manche von ihnen, wenn sie unser Verhalten sehen und sie merken, wir sind wirklich überzeugt von dem, was wir glauben, und wir haben gute Gründe, wenn in ihnen überhaupt noch eine Liebe zur Wahrheit ist, dann fangen sie an aufzuhorchen und das Lächeln flieht. Und bei der nächsten Gelegenheit suchen sie uns vielleicht einzeln, wenn wir alleine sind, auf. Schon allzu oft geschehen, oder sehr oft geschehen, nicht allzu oft. Und solchen Menschen kann dann auch geholfen werden. Das sind dann Zeugnismöglichkeiten. Ich hatte einen Mitarbeiter einmal, für kurze Zeit, der erzählte, wie es gewesen war, als er noch kein Christ war. Wir haben Christen gekannt und wir haben ihnen zugesetzt. Und wir haben sie wirklich in die Enge genommen oder ins Gedränge genommen. Aber wir wollten nur sehen, ob sie echt waren. Aha. Und manch einer, der spottet und einen Christen bedrängt, der sucht nach Wahrheit und er möchte sehen, ob hier jemand ist, der echt ist. Vielleicht kann der mir helfen. Sehen wir auch diese Seite. Die steht hier nicht im Petrusbrief, aber das wollte ich doch noch ergänzend sagen. Wollen wir jetzt zum Schluss beten.